Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvestella. Wir sind immer noch im Jadewald und ziemlich angeditscht, wie man vielleicht sehen kann. Ich trinke mal was. So, jetzt geht es mir ein bisschen besser. Wir hoffen, das wird reichen. Mal sehen. Wo war ich denn jetzt? Ich wollte jetzt nämlich noch die letzten Beeren einsammeln, weil das ja die Quest ist. Wo sind denn die? Ach, da oben in der Ecke. Da gehen wir da mal hin. Und vielleicht können wir uns mit der Dame, die in diesem Spukhaus wohnt, ein wenig versöhnen, wenn man ihre Beeren oder ihre Früchte bringen und dieses Monster, welches hier sein Unwesen treibt, besiegen. Aber mal gucken, ob das alles überhaupt so klappt. Vielleicht kriege ich wieder vorne eins auf den Deckel und habe dann richtig Ärger. Wir gucken mal. Ich habe jetzt ein paar Heilgegenstände dabei. Vielleicht klappt's ja. Das sind hoffentlich genug Früchte, um Shirin versöhnt zu stimmen. Na, schauen wir mal. Oh Gott, da ist er schon. Das muss das Monster sein, von dem die Frau gesprochen hat. Ich muss es, du musst es erledigen. Dann erledigen wir das mal. Na, tsching. Ab geht's. Au, 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 au. Oh mein Gott. A-U-I-A. A-E-I-O-U. Nicht genügend Ausdauer. Oh mein Gott, ich brauche Ausdauer. Hier. Snack. Thank you. Okay, cool. Ich weiß ja nicht, wie dash ich nochmal so. Ach, da oben ist noch seine HP nochmal angezeigt. Okay, wir hauen einfach mal auf ihn drauf. Ich denke mal, das schaffen wir. Ich bin ganz fleißig. Da. Oh Gott, was ist das? Ich muss ja so machen. So, und jetzt. Wir haben ihn fast. So, okay. Das war ja ganz okay. Puh. We did it. Das war jetzt ein bisschen clunky, aber ist okay. Wir haben es geschafft. Okay. Oh, sieht aus wie ein Ring. Ein Name ist eingraviert. Da steht Shirin. Du hast die Früchte, also mach dich auf dem Weg nach Hause. Warum ist der ein Ring mit dem Namen Shirin? Das ist gerade sehr mysteriös. Super Mystery. Na, schauen wir mal. Ich hab fleißig gekämpft. So. Schauen wir mal. Shirin, ich hab da was für dich. Ein paar Früchte. Nicht, dass sie irgendwie doch tot ist und wir haben mit dem Geist geredet oder sowas oder keine Ahnung. Oh, Plot Twist. Okay, ja, wir müssen da hin, dann die Ecke mal wieder. Na dann. Huch, Entschuldigung. Dann lümmeln wir da mal hin. Good afternoon. Ich schlage noch 10.000 Mal das Mikrofon. Denn genau das ist mein Hobby. Arme Mikrofone verprügeln. Ist das richtig, was ich hier gerade mache? Das ist relativ sehr falsch, was ich hier gerade mache. Oh Mann, ich krieg wieder nichts auf die Reihe hier. So, laufen wir nochmal zurück. Ich glaube hier lang. Hier. Okay, dann da hoch. Und dann darüber und dann das und dann. Ach je, und jetzt. Okay, einfach geradeaus. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Shirin, ich hab da was für dich. Und irgendwie so einen komischen Ring, wo dein Name drauf steht. Ab geht er. Hallo Shirin, ich hab was für dich. Du schon wieder? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich nicht nochmal hier blinken lassen. Ich habe das Monster im Wald besiegt. Welches Monster meinst du etwa? Ich verstehe nicht. Du hast dich in den Jadewald gewagt, um hier Obst zu bringen? Moment. Ich weiß nicht, wer dich dazu gebracht hat. Aber dich selbst in Gefahr zu bringen, nur mit mir zu reden, du bist ganz schön zäh. Oh. Also gut, komm rein. Danke für die Früchte und wegen des Monsters.
Tut mir leid, dass ich neulich so abweisend war. Ich war wirklich gestresst, aber das ist keine Entschuldigung. Es war falsch. Ich hätte nicht eindringen sollen. Schön, dass wir das geklärt haben. Also, weswegen bist du nochmal hergekommen? Du hast gesagt, du wolltest dich unterhalten? Über das Gerücht sprechen? Ich kenne dieses Gerücht. Du wolltest also nachsehen, ob es wahr ist. Ich halte dieses Haus in Schuss, damit es ordentlich ist, wenn er nach Hause kommt. Er ist nicht tot, er kommt wieder. Warum ich so sicher bin? Weil ich seine Geliebte bin. Deswegen werde ich die Hoffnung noch nicht aufgeben. Oh, Mann. Bevor das Haus aufgegeben wurde, lebte dort ein Mann, der sich als Söldner verdingte. Eines Tages musste er wegen eines Auftrages das Dorf verlassen und kam nie wieder zurück. Ach, alle scheinen ihn längst für tot zu halten. Aber ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Ich hoffe, er kommt zurück. Das wird er ganz sicher. Was? Du erzählst von dem Ring, den du im Wald gefunden hast. Du hast einen Ring mit meinem Namen drauf gefunden? Bei dem Monster? Tut mir leid, von dem weiß ich nichts. Was soll ich damit machen? Ich weiß nicht. Er ist mir irgendwie unheimlich. Jedenfalls gehört er jetzt dir. Mach damit, was du willst. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Rückweg zu meinem eigenen Haus mache. Bitte gib mir sofort Bescheid, wenn du etwas über ihn herausfindest, ja? Bis dann. Oh, okay. Was mache ich jetzt mit dem Ring? Habe ich den jetzt im Inventar oder was haben wir denn hier? Ah, okay. Schaltkreiszündung, schalte vier Tafeln frei, schalte auch von dir. Ich weiß nicht. Ja, nehmen wir das einfach mal. Habe ich den Ring jetzt hier irgendwie? Silbererz, Metall. Ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher. Wertgegenstände. Angelkenntnisse. Verschiedenen Orten zu finden sind. Vielleicht passiert was Gutes, wenn du sie sammelst. Oh, okay. Tagebuch, Hange. Hier ist der Ring aber auch nicht dabei. Was ist jetzt hier noch? Oh! Okay. Auftragswechsel verkürzen. Okay. Noch irgendwas? Noch irgendwer? Nein? Okay. Gegner? Feucht. Bosse. Okay. Aber. Gruppe. Kann ich den Ring auswählen irgendwie? Nein. Ah, wer weiß. Wer weiß, was mit dem Ring ist. Ich weiß es jedenfalls nicht. Okay. Dann haben wir das soweit schon mal geklärt. Das ist aber nicht schön. Also, das. Der Mann nicht zurückkommt oder der Geliebte, der Verlobte, der Typ halt. Wie lange ist das jetzt schon so? Ich dachte irgendwie, dass er, dass das irgendwie, keine Ahnung. Ich habe das schon wieder vergessen. In meinem Kopf ist das irgendwie schon so 10, 20, 30 Jahre her oder so. Keine Ahnung. So, dann geht man zurück nach Hause. Können auf jeden Fall jetzt wieder ein paar Sachen einlösen, denke ich. Ja, genau. Schließe drei Quests ab. Das habe ich geschafft. Ah, noch zwei Sachen. Mist. Mist. Und eine Sache noch kochen. Schließe sechs Quests ab. Mann, das dauert auch noch. Ernte Prinzessin-Kastanie. Ach, herrje. Oh. Ich würde doch hier auch ein bisschen vorankommen, ne? Kann ich noch was pflanzen? Ich habe jetzt wieder ein bisschen was an Saatgut bekommen. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Das machen wir gleich mal. Ein paar Zwirbeln. There's a letter here for you. Okay. Anscheinend gibt es wieder Briefe für mich.
die ich ganz ignoriert habe, weil ich so mit meinem eigenen Zeug beschäftigt war. Wir gucken mal. Hier. Ach herrje, oh Gott, ist das wieder viel. Okay. Crass. Okay, ich weiß, das kommt plötzlich, aber würdest du dir etwas ausmachen, mir eine Zutat in die Klinik zu bringen? Du kannst damit deine Rechnung bei mir bezahlen, obwohl, vielleicht muss ich dir in Zukunft mehr solcher Aufträge erteilen. Könntest du mir fürs Erste vielleicht 2 Kühlblätter bringen? Du findest die in der J-Steppe. Schon mal vielen Dank, ne? Okay. Sammle 2 Kühlblätter und bringe sie Crass. Ich meine, sowas habe ich doch bestimmt. Wartet mal. Ich schmeiß hier mal so ein bisschen das Zeug rein. Das sind Kühlbeeren. Kühlblätter. Sind das Kühlblätter? Ne, das ist Wildblatt. Kühlbeere. Regenbogenbohne, Gras, Feuerfrucht, Kühlblatt. Da habe ich gerade mal 1 von. Eine Kochzutat. Okay, dann muss ich noch eine 2. finden anscheinend. Okay. Gut, das kann ich jetzt nicht abgeben. Was gibt's noch? Ich muss was unternehmen. Von Wendt. Okay, es tut mir leid, dass wir so viel Ärger gemacht haben. Wir haben uns bei unseren Eltern und dem Bürgermeister entschuldigt und sie haben gesagt, alles sei gut. Malaika ist aber immer noch sauer auf uns. So können wir sie nicht gehen lassen, sonst sehen wir sie nie wieder. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich alles wieder begradigen kann. Bis später. Oder gerade biegen kann. Nibelle, was, schwarze Perle 3-mal vom Bürgermeister? Hey, wie geht's dir, Yume? Hast du dich schon in deinem neuen Leben an dein neues Leben gewöhnt? Du gibst sicher immer Geld aus, um Saat zu kaufen und deine Farm zu erweitern. Nun, ich habe diesem Brief eine Kleinigkeit beigefügt, um dir etwas zu helfen. Wenn man sich mit den Ausgaben übernimmt, ist Verkaufen manchmal besser als Kaufen, nicht wahr? Nutze dies nur, wenn es wirklich nötig ist. Schwarze Perlen. Damit ich anscheinend Geld generieren kann, falls ich es brauche. So, vielen Dank für die anhaltende Unterstützung. Wir dürfen voller Stolz verkünden, dass wir jetzt neue Rezepte im Sortiment haben. Wir bieten eine breite Auswahl von Hamburger bis hin zu Sandwich-Rezepten an. Wenn man verschiedene Gerichte kochen kann, wird dadurch nicht nur das Leben aufregender, es wird dir auch bei deinen Abenteuern helfen. Probiere unsere neuen Rezepte aus. Okay. Gut, die Perlen scheinen einiges an Geld zu bringen und die sollen wir erst benutzen, wenn es wirklich nötig ist. Mal gucken. Schwarze Perlen, bringt beim Liefern Geld ein. Diese Perlen ist besonders schwarz und glänzend, ein wertvolles Juwel. Die Frage ist, ob das noch für irgendwas anderes gut ist. Dann würde ich, glaube ich, die echt verkaufen. Aber die Möhren tue ich dafür raus. Die brauchen wir nämlich schließlich noch für andere Sachen. Okay. Puh, alles klar. Dann haben wir das ja soweit jetzt ja alles erledigt. Dann gucke ich mal nochmal zur J-Steppe, ob wir da vielleicht noch dieses Kraut finden. Kraut. Ihr wisst schon, was Crass von uns möchte, weil das Problem ist, ich würde jetzt auch gerne schon ins Bettchen gehen mit ihr, aber ist auch schon spät. Aber sie hat volle Lebens- und Ausdauerpunkte durch den Kampf für uns, mit dem ich mich vor allen Dingen auch vorher nochmal geheilt habe. Und das ist doof. Ich neige dann immer dazu, ne, dass immer aber bis zum Äußersten zu gehen, so, wisst ihr? Kennst du? So, na, ihr Süßen? Ah, nicht gut, jetzt. So, was gibt's denn hier? Fleisch. Na, das ist auch schon mal ganz gut. Zack, zack, Monolithfragment. Was haben wir hier noch? Wildblatt. So, das brauche ich aber nicht. Ich brauche dieses Kühlblatt, oder wie das heißt, ne? Ich weiß gerade gar nicht, wo man das herkriegt. Vielleicht von den Pflanzengegnern? Oder sammelt man das? Ich weiß das gar nicht, wo ich das nochmal her hatte. Ich habe jetzt auch nur 1, ne? Naturfaser. Hm. Harter Stein. Hier ist auch wieder was zum Sammeln. Hier so, ne? Hier. Vielleicht da? Windlaserfeder. Kühlblatt. Wir haben ein Kühlblatt gefunden. Sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt 2 Kühlblätter, die können wir dann in absehbarer Zeit Crass mal vorbeibringen. Einfach mal so. So. So, Fleisch. Okay, cool. Dann sammle ich das hier noch ein und dann drehen wir auch um. Meine Lebenspunkte sind ja auch schon wieder ziemlich, sagen wir mal, erschöpft. Und dann mit die Kühlblätter für Crass. Ich denke mal, es wird auch wieder ein Level abgeben, wenn wir schlafen gehen. Das ist doch ganz gut.
Dann kann ich meine meine sehr traurigen Skills ein bisschen verbessern. Ich stelle schon mal ein bisschen, auch wenn das Energie kostet. Sie regeneriert aber auch, ne? Seht ihr das? Sie generiert auch. Krasses Mädel. So, dann mal zurück nach Hause. Okay, dann ab ins Bett. Mal gucken, wie viel Geld ich kriege. Hoffentlich super duper viel. So, Levelaufstieg. 15. Yeah. Und schwarze Perle. 2000. Okay, das ist jetzt auch nicht so viel, wie ich dachte, aber einiges trotzdem. Dann können wir uns in absehbarer Zeit vielleicht wieder was erweitern. Okay, auf jeden Fall können wir uns neue Rezepte kaufen. Das ist, glaube ich, schon mal gar nicht mal so schlecht. Guck mal einfach mal. So, was sagt denn jetzt... Oh, hier gibt's hier wieder was? Danke, dass du die Früchte für mich geerntet hast. Er mag sie am liebsten, deshalb hätte ich gerne welche da, wenn er beschließt, zurückzukehren. Du warst mir eine große Hilfe. Oh Gott, ich habe da so eine ganz schlechte Vorahnung. Ich habe von einem reichen Händler gehört, dass zwei Soldaten in der Njotsteppe gesichtet wurden und mir ist eingefallen, dass er einen Partner dabei hatte. Erzählst du ihnen von mir, falls du sie treffen solltest? Vermutlich sind sie es gar nicht, aber trotzdem. Werden wir uns wiedersehen? Dank diesem Omen konnte ich mich wieder mit Mama und Papa vertragen. Aber ich konnte mich gar nicht bei ihnen bedanken. Ich wollte dich fragen, ob du das machen kannst, Yume. Aber ich wollte es ihm lieber selbst sagen. Ich bin sicher, es ist schon gar nicht mehr im, Jadewald, aber ich lege einen Brief an den Ort, an dem wir uns immer zusammen gespielt haben, falls er zurückkommt. Ich gehe natürlich nicht alleine. Ich hoffe, wir können uns eines Tages wiedersehen. Oh, und es regnet. Das heißt, ich muss nicht gießen, ich faule Nudel. Wobei das... Looks like some of the crops are ready for harvest. Na, dann harveste ich mal. Wie ich noch nie in meinem Leben krass geharvestet habe. Was haben wir denn hier? Wieder Zwirbeln. Ganz viele Zwirbel. Schaut sie euch an, wie zwirbelig sie sind. Wunderschön. So, dann Zeit für mehr Zwirbel. Yay! So, und hier nochmal. Perfekt. So, und hier. Okay. Ich hatte doch hier noch... Hatte ich nicht noch mehr? Also ich habe hier Sternweizen. Ach hier, Karoppen. Karoppis. Weil, ja, Weizen. Was macht man da draus? Mehl. Da habe ich gerade noch genug Zeug, was ich zu mir weiterverarbeiten muss. Von daher. Okay. Und hier nochmal. So, da haben wir jetzt erstmal alles hier gepflanzt, was irgendwie geht. Nehme ich hier und hier noch das Zeug mit. Ja, und ein ganz großer Schwung an Sachen sollte vielleicht auch mal hier verschwinden. Naturfasern, Windlaserfedern hier. Kühlblatt nehmen wir auf jeden Fall mit. Auch wenn ich es gerade in meiner unendlichen Intelligenz außerdem weggeräumt habe. So, okay. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Genau. Ich wollte an das Buch von Liz nochmal ran. Weil ich denke mal, dass wir jetzt ein, zwei Sachen abgeben können. Vielleicht? Genau. Zwirbel wurde geerntet. Oh nein, noch eins muss ich machen. Ich will aber die bessere Getreidemühle haben. Na warte, ich koche nochmal was. Dann kriege ich vielleicht die bessere Getreidemühle. Ja! Picknick-Sandwich. Oder Lethe-Gemüsesalat. Oh. Dann machen wir das mal. Ab geht's. So. Da, oh, das sieht aber auch richtig gut aus. Ein frischer, knackiger Salat mit einer Menge Gemüse aus Lethe. Schmeckt am besten, wenn man ihn mit Freunden und Familie teilt. Das ist ja toll. So. Und jetzt kann ich das bestimmt einlösen. Ja. Wow. Anleitung des Gärungsfass Level 2 und Getreidemühle Level 2, was auch immer das zu bedeuten hat, aber ich bin bereit. Was haben wir denn jetzt hier? Gärungsfass Level 2. Ach, da brauche ich Materialien, die ich noch gar nicht habe. Und wir können einen Futtermacher bauen, was wir aber eigentlich schon nicht brauchen, weil wir noch keine Tiere haben. Aber wir... Are you taking care of your flying bug friend? Yes, I am taking care of my flying bug friend. I guess. That's none of your business.
So, dann schmeißen wir das hier mal rein. Also sie hat gefragt, ob ich mich um meinen kleinen Käferfreund kümmere. Also hier um sie. Kann ich mit ihr eigentlich irgendwie auch reden? Geht das? Interaktion möglich? Nein, nein, okay, dann nicht. Gut, dann schmeiße ich hier noch was rein. Dann schmeiße ich hier noch was rein. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall in die Stadt. Und geben die Kühlblätter ab. Wir schauen mal. Läuft doch eigentlich soweit ganz gut. Oh, hi. Du hier? Hallo. Ayumi. Es ist wirklich schlimm. Was meinst du? Hey, mach dich nicht über mich lustig. Jetzt ist wirklich nicht der Zeitpunkt. Es ist was echt Schlimmes passiert. Wendt ist verschwunden. Niemand weiß, wo er hingegangen ist. Nicht mal seine Eltern. Malaika zieht bald weg. Er ist wahrscheinlich weggerannt, weil er so traurig darüber ist, dass sie geht. Yumi, du musst mir helfen. Wendt ist verschwunden. Niemand kann ihn finden. Seine Eltern machen sich große Sorgen. Ich habe auch nach ihm gesucht, aber ich kann ihn auch einfach nirgendwo finden. Oh, Wendt, was machst du denn hier? Nein, was machst du hier? Ich dachte, du ziehst heute um. Ja, aber Wendt ist verschwunden und das ist gerade viel wichtiger. Ja, ist schon gut. Du kannst gehen. Wir brauchen dich nicht, um ihn zu finden. Was? Das ist so gemein. Ich mache mir Sorgen um ihn. Du ziehst weg, also was kümmert's dich? Alter! Das ist doch gerade nicht wichtig! Wir müssen jetzt erstmal Rand finden. Ja, Yumi hat recht. Hör auf, mit mir zu streiten. Ich muss Rand finden. Du hörst auf, mit mir zu streiten. Ich habe nicht genug Zeit, um sie mit dir zu verschwenden. Oh, wie kannst du sowas sagen? Oh, das ist ganz einfach. Es ist wirklich nicht die Zeit dafür jetzt, liebe Leute. Ich weiß. Na gut, Waffenstillstand, aber nur für einen Moment. So, Wayne zu finden hat hohe, oberste Priorität. Zeiten wie diese erfordern, wie ging das nochmal? Komm schon, reiß dich zusammen, Wayne. Gründliche Nachforschungen. Ja, genau das. Was stand außer ihm euch noch so nah? Außer euch ihm noch so nah? Seine Eltern, vielleicht sollten wir nochmal versuchen, mit ihnen zu reden. Gute Idee. Fangen wir mit unseren Nachforschungen bei Wends Eltern an. Sie sollten auf dem Marktplatz sein. Versuchen wir es da. Okay, Freunde auf ewig. Auf ewig. Ewig. Okay. Auf geht's. Bye bye. Sag nicht immer Bye-Bye. Ich will dann immer auch Bye-Bye sagen. Aber das ist doch dumm. Das ist dumm. Mach doch sowas nicht. Ich denke mal, aber wir schaffen das heute zeitlich nicht so ganz. Weil die Folge schon relativ fortgeschritten ist. Und ich eigentlich einfach nur in Ruhe noch was hier. Gemischwarenladen. Ja. Eigentlich einfach nur in Ruhe. Was im Gemischwarenladen kaufen will. Hi, eine schöne Auswahl und Nachtische aus Lefer. Vielleicht hätte ich mir auch Setzlinge kaufen sollen, aber hey, das machen nur kluge Leute. Lol. Schlichter Verteidigungsring klingt eigentlich auch ganz wichtig. Nö. Noch mehr Karoppen oder Zwirbel? Wir haben aber relativ viel Geld, ne? Hui, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ah, ich weiß nicht. Ich kaufe noch ein paar Zwirbeln. Und ein paar Karoppen. Und ein Tresssalat. Kaufe mir gleich doppelt so viele. Ich sagte doppelt so viele. Und das reicht erstmal. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder arm. Jetzt! Yes! Und dann bin ich auf jeden Fall mal dafür, dass wir das, ja, das frisch gekochte auch dann verkaufen. Warum laufe ich in diese Richtung? Das weiß auch kein Mensch. Wir müssen hier lang. So, auf nach Hause! Ab geht er! Los! Okay. Dann koche ich ein bisschen was, denke ich. Zum Beispiel Gurkula und Hack-Sandwich. Klingt das nicht gut? Ich bin absolut begeistert. Ich bin absolut überzeugt von diesem Gericht.
Oh mein Gott, das ist der Shit. Yes. So, was gibt's hier noch? Lete Gemüsesalat. Dann machen wir auch noch 4 Stück. Dafür, dass wir einfach so ein bisschen was kochen und dann einfach mal gucken, wie viel Geld wir dafür kriegen. Picknick Sandwich. Können wir eins machen? Ich hoffe, es bringt gut Geld. Oh, es wäre so schlimm, wenn das kaum Geld bringen würde. Das würde mich innerlich zerstören, Leute. Ich sag's euch. Ich sag, wie es ist. Ich sag euch, wie es ist. Nochmal den und dann verkaufe ich das einfach mal alles. Und dann haben wir Glück oder Pech. Mal gucken. So, das ist, glaube ich, erstmal alles, was wir jetzt hier kochen konnten. Hihi. Sehr gut. Okay. Hey. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich muss Dinge tun. So, ja. Die Sache ist halt die, ich muss die Folge langsam beenden und fahre jetzt aber auch bald weg für ein paar Tage. Deswegen würde ich jetzt sogar den Tag auch beenden gleich mit euch gemeinsam. Wir gucken aber erstmal, wie viel Geld, also wir gucken jetzt gemeinsam, wie viel Geld es gibt. Komm, ich kaufe das hier. Ach, Mist, bei Cress war ich jetzt nicht, wegen den Kühlblättern. Aber das können wir auch das nächste Mal machen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Gut, dann gehe ich jetzt schlafen, obwohl ich volle Lebenspunkte habe, aber wie gesagt, wir müssen das jetzt hier erstmal zu Ende bringen. Ich habe noch so viel zu tun heute. Ich kann nicht noch eine Folge aufnehmen. Das passt zeitlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man irgendwie noch anders speichern kann. So, was gibt's denn? Oha, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Picknick-Sandwich, okay. Bergpfanne, okay. Okay, Bergpfanne kann man echt vergessen. Das ist. Aber der Rest, huiuiui, das ist sehr gut. Da haben wir jetzt richtig viel Geld gemacht, Leute. Sehr gut. Da kann ich mir dann einen Stall kaufen bald. Also, kochen. Das ist wichtig. Gut, dann bedanke ich mich auch an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt You May Let's Play Harvestella. Bye.